Willkommen im Neuland, Neuling. Du willst reich werden? Nein. Dann bist du hier goldrichtig. Nein. Yes. Kobal. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Ja, herzlich willkommen. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Yay. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Okay, werde ich. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloonmädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Okay. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Ja, werde ich. Schaffe dir einen Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. So, das ist doch die Mine, oder? Ist das die Mine? Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Transport Fever 2 mit der Deluxe Edition, mit dem Early Supporter Pack und in der Kampagne. Jo, ich spiele die Kampagne wieder mal durch. Ich habe schon die ersten Missionen in einem Livestream gemacht. Und jo, jetzt habe ich Lust, mit euch zusammen nochmals die Kampagne durchzumachen, mehrere Endlos-Spiele zu machen, eventuell auch Sandbox, also mit unendlich Geld. Und ihr dürft gerne immer wieder wünschen, was genau und wie oder wie viel von einem Projekt kommen soll. Und ja, die Kampagne wird einfach so, also da kann man vielleicht nicht so viel ändern. Ich glaube, die Missionen muss man alle nacheinander machen, weiß es nicht genau mehr. Und ich versuche es jetzt einfach nochmals, mal schauen, wie es gepatcht wurde und so Sachen. Es ist eben die Deluxe Edition rausgekommen. Mehrere Frühlings-Updates und so Sachen. Und ja, es wurde eigentlich ziemlich viel schon verbessert. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, ihr auch. So, jo, also jetzt müssen wir noch die Kamera benutzen. Das ist mit dann nochmal kurz schauen. Neigen. Genau. Okay. Mache ich. So. Im Ganzen. Einfach so draufklicken. Ja, sehr gut. Welch vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Mach ich. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Hier? Okay. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Ja, machen wir das einfach. Ja, komm, komm. Wir werden die Straße nicht abgehen. Erkläre dem etwas begriffsstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Ja, noch ein bisschen leise. Der nervt sonst mir ein bisschen in der Ohren. Und jo, also. Jo, haben wir ein Depot? Also. Einfach in die. Ja, eine Linie eher in Richtung. Oh, nicht, okay. Dachte ich mir schon, weil da unten ja weiß ist. Nun muss so noch ein kleines Fahrzeugdepot für die Pferdekarren her. Okay, ich sollte ein bisschen auf ihn warten. Jo, das Tutorial, also ich weiß, in den Spielen ist das Tutorial meistens das Schwerste. So das Endgame, alles ja, völlig klar. Easy. Jetzt musst du nur noch einen Karren für den Holztransport auftreiben. Ja, also. Machen wir doch einen dummen Karren hier. Der ein richtige so natürlich. Der Transport kann beginnen. Easy. Gut, dann machen wir mal die Strecke fertig. So. Bald schon lässt es sich tiefer schürfen. Na, dann Glück auf. So. Das ist die wichtigste Linie. Und wir machen vorwärts.
So. Jo, unser tolles Spiel kommt aus der Schweiz. Es ist, denke ich mal, Schaffhausen oder Umgebung, weiß ich nicht genau, Urban Games, wenn ich mich recht entsinne. Und jo, ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe schon mehrere hundert Maps gemacht und fand es immer so richtig cool. Ihr seht es, manchmal läuft es nicht ganz so flüssig. Das liegt irgendwie an der Engine. Ist ein bisschen überfordert. Also ja, überfordert. Es ist einfach, kommt manchmal einfach zu Ladezeiten, wenn man jetzt zum Beispiel hier gerade irgendwas erschafft, wie eine Pferdekutsche oder so. Aber es sollte eigentlich kaum auffallen. Und wenn, dann ist es einfach kurz still. Aber jo, und noch ein paar irgendwelche, ja, Ploppungen, also ja, dass es einfach aufploppt, je nachdem welchen Ding-Mode, also Reichweite wir haben zu der Start oder so. Aber sonst gefällt mir das Spiel sehr gut, es gibt kaum etwas auszusetzen, nur dass ich manchmal einfach meine, so die täglichen oder monatlichen Kosten eher sind ein bisschen zu schnell. Oder dass man nicht irgendwie so Spaßrouten oder so machen kann, weil man es einfach nicht finanzieren kann. Genau, faszinieren kann. Jo, jetzt machen wir mal auf schnell, damit das fertig ist. Und ich spiele eigentlich immer auf 3x Geschwindigkeit. Weil es ist natürlich schon manchmal ein bisschen langsam. Aber je mehr Routen man hat, desto mehr Geld. Und desto mehr Geld, desto mehr coole Strecken und schöne Fahrzeuge kann man kaufen. Das ist immer ein Transport-Manager-Spiel sozusagen. Es ist nicht alles Transportsimulation. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener, als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Erfreulicherweise stranden stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Was denn? Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Okay, machen wir. So, viel reden. Und, jo, wenig Spiel noch. Aber das werden wir schon gut hinkriegen. Ja, jetzt muss ich das kleiner machen, damit das klappt. Alt oder Umschalt. Ja, klappt das irgendwie? Easy. Hm? Hä? Ah, ich muss es wenden. Sehr, sehr, sehr. Okay, sehr gut. Das Terrain ist tückisch. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Ja, ist ja easy. Kein Problem. Also krumm ist jetzt das noch nicht. Sieht aber ein bisschen lustig aus da mit dem Schatten. Ah, das ist ab. Ne? Das ist einfach durch den Felsen durch. Ist doch easy. Ich glaube nicht. Eine Brücke kann man auch noch ändern. Man kann zum Beispiel gar keinen. Ah nein, aufschütten, genau. Ja, yeah, sehr gut. Und. Ja, dann kann man natürlich auch. Ah nein. Errichte eine Bahnlinie, die das ganze Erz flugs ins Tal transportiert. Mach ich. Kein Problem. Jo. Aber ich habe noch kein Depot. Kann ich jetzt das Depot? Ich muss es wahrscheinlich jetzt direkt einfach mal kurz fertig mit der Strecke machen. Ja. Eine anständige Eisenbahn verlangt nach einem soliden Bahndepot. Ja, das wollte ich vorher schon machen. Dankeschön. Die Spiele lassen mich nie richtig das machen, was ich eigentlich vorhabe, weil sie einfach das Tutorial beibringen und das leider sehr eingegrenzt. Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Aber wenn wir das Tutorial geschafft haben, dann sind wir frei, dann können wir machen, was wir wollen.
Oder ja, verlieren. Endlich ist es an der Zeit, eine schöne Lokomotive samt ein paar Waggons zu erwerben. Ja, mach ich. Brauche aber ein bisschen mehr. 3 Waggons, okay. So. Stattliches Stahlross. Zeit, es auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Ich weiß noch, als ich das erste Mal die Kampagne gemacht habe in einem Livestream. Oder in einem Video, ich weiß es nicht mehr so genau, ich glaube eher Livestream. Wusste ich die Sachen manchmal nicht, wie man es macht. Es wird zwar hier ein bisschen geschrieben, was man machen soll, aber wie man es machen soll, wird leider nicht geschrieben. Also das Spiel braucht vielleicht ein bisschen Eingewöhnung und so, um es dann, ja, richtig machen zu können im Tutorial. Später hat man keine Probleme, wenn man es auch sehr gut selber lernen kann, liebes Spiel. Dankeschön. Weil so Spiele, die lernt man, indem man es ausführt und nicht das Tutorial macht. Außer man kennt sich überhaupt nicht mit Spielen aus, mit der Steuerung per Maus und Tastatur. Oder weiß die K-Bins nicht, die nicht erklärt werden. Ja, gut. So, natürlich ist noch wenig los, wir können aber ja auch mal reingehen. Wenn wir da auch treffen. Jetzt sind wir sozusagen im Zug, vor dem Zug. Oh, es ist vollbracht. Der erste Zug rollt über die Strecke. Die Menschen lassen alles stehen und liegen, um dein Wunderwerk zu sehen. Lass es dir nicht nehmen, selbst mit an Bord zu steigen und freundlich zu winken. Ja, wie kann man winken? Man kann, glaube ich, mit H. Ja! Über die Brücke, über sieben. Psst, Copyright. Okay. Sehr gut. Also, ja, zustimmen. Applaus, Applaus. Yay. Also, der Zug kommt gleich an. Und die Cockpit-Kamera war ja die. Habe ich doch schon lange gemacht. Geiles Dorf. Läuft die Silberverhüttung auf. Yeah, Gold. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Ja, easy. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. Okay, jetzt muss ich einen Passagier, zum Beispiel hier. Details. Okay, habe ich irgendwo einen Passagier? Da. Details. Den Layer für Landnutzung. Okay, das musst du mir sagen. Landnutzung ist wahrscheinlich das hier. Ja, easy. Deine Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt gleichermaßen benötigt. Ja. Also das ist eigentlich eines der einzigen, den man nutzt. Also das hier zum Land, was für Gebiete sind, machen wir nochmals, oder? Gewerbe ist blau, grün ist Wohnen und gelb ist Industrie. Und auch das mit den Waren, wo die Waren verkauft werden müssen und so. Also wo die Umgebung, die Gebäude sind, die eine bestimmte Ware. Es gibt bis zu 6 in einer Stadt und je 2 zu einem der 3 Orte. Und ja, damit man das sieht. Aber mehr brauche ich eigentlich selber nie. Ich kann gerne alle ein bisschen nutzen, damit ihr es auch seht und so. Und jo, jetzt machen wir natürlich hier mal die Bushaltestellen. So, ich mache sie jetzt immer einfach in eine Richtung. Deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Ja, easy, easy. Und dann mache ich meistens vom Wohnort zum Gewerbe. Ich mache gerne manchmal auch zurück, damit wieder Leute einsteigen können, die nur zum Ding gehen oder einfach auch ein bisschen abmessen. Aber ich mache jetzt einfach mal direkt. So. Errichte ein Depot, wo die Pferde angespannt und die Kutschen gewartet werden können. Ja, und Depots mache ich meistens gerne ein bisschen auswärts. Ich mache es jetzt ein bisschen in der Nähe. So. Erstehe ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Ja, easy, easy. So, jetzt müssen wir aber die oberen nehmen. Ein paar Kutschen heißen 3 natürlich. Sehr schön.
erwarten schon die ersten Passagiere. Diese Silber, ich habe nie Silber in den Freebuild-Welten. In den freien Welten, oder? Also, wo man selber generieren kann, lassen kann und so. Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß hoch, ja, sicher, ausgestattet mit zottigem schwarzem Pelz und riesigen Füßen. Der Wolpetiger. Ah, Bigfoot. Bigfoot. Okay. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Mhm. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm 1-2 Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit rausrückt. Es gibt keinen Alkohol. Ah, vielleicht Treibstoff. Wenn ihr versteht, Treib und Stoff. Ja gut, dann gehen wir mal zu dem. Hallo. Der gute Mann war sehr auskunftsfreudig. Das Ungetüm wurde mit jedem Whisky, den man ihm spendiert hat, einige Fuß größer. Wo vor kurzer Zeit nichts als ein ödes Provinznest war, gedeiht nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Ja, genau. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Und daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Okay, ich muss ein bisschen Holz liefern. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davon geeilt. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot. Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Was? Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Okay. Vielleicht schrumpft er in den Boden rein und zieht die Radieschen von unten. So, Städte verbinden. Ja, da müssen wir einfach die Strecke fertig machen. So. Ja, Kopfbahnhof, denke ich mal. Ah, falsche Seite. Ja, das ist wieder so ein bisschen dumm. So. Ja, da sieht man eigentlich schon, wo man hin muss. Sonst schaue ich mich immer gerne noch ein bisschen besser um. Und ich mache es jetzt einfach schnell. Es muss jetzt nicht schön sein. Wir haben auch genügend Geld. Ich will euch auch nicht langweilen. Ich will ja die Missionen machen. Und so gut wie möglich, so spannend wie möglich. Ich habe eine Zugkomposition, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Ja, ich weiß. Das ist mir jetzt gerade, ja, selbstverständlich natürlich. Ich kenne die Mission zwar nicht mehr so sehr, aber ich weiß, was ich machen muss. Muss auch nicht mehr schauen, wie viele Waggons gemeint sind. In die Silberstadt Carson City zu eröffnen. So, und so im Endlos-Modus und so. Oben in Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber es geht los. Alle Welt drängt darauf, mit deiner schönen Bahn zu fahren. Gut. Also habe ich jetzt immer ein bisschen
Ich hätte jetzt gedacht, wir müssen noch Holz liefern oder so. Das mache ich jetzt einfach. Was nach Reno? Ist das Reno? Ja. Okay. Muss ich jetzt das noch machen, Holz liefern? Oder meint er einfach hier oben beim Lake Tenno? Ja. Wow. Ja, sehr schön, das Depot. Und der schöne Zug. Wie heißt er? Fahrzeug. Muss ich mal kurz ersetzen. Nein, eine andere Linie. So, muss ersetzen. Baldwin Sixwheel heißt er. Ist wahrscheinlich, weil wir hier einfach in Amerika sind, Baldwin. Aber es gibt ja auch einen anderen Zug, zum Beispiel in Europa und in Asien. Map Art gibt es ja andere Züge. Und ja. Genau. Das weiß ich jetzt auch nicht so auswendig. Ich bin jetzt nicht so ein mega Namenskenner. Aber ich kenne zum Beispiel die Spanisch-Brötli-Bahn. Und ja. Das Krokodil und so. Aber andere muss ich mir schon ein bisschen Gedanken machen, was. Zum Beispiel Flying Scotman oder North Scotman, glaube ich, oder so. Und ja. So Sachen. Dürft ihr mir gerne ein bisschen helfen? Also, ja. Wenn ihr denkt, ich weiß zu wenig, dann könnt ihr mich mit Wissen füttern. Ist ja. Also, ich habe das gern. Ich finde es toll, wenn mir Leute ein bisschen helfen können. Und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Verbesserungswünsche, Wünsche oder einfach nur ein bisschen euch unterhalten wollt, dürft ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich immer erreichbar oder fast immer. Wegen gesundheitlichen Problemen kann es manchmal sein, dass ihr ein bisschen warten müsst, aber ich denke eher wenig. Also, jetzt haben wir dann mehr Leute, die hier warten. Jetzt haben wir einen mal dorthin transportiert nach Reno und weitere sind jetzt hier an den Bahnhof gelangt. Ich könnte zum Beispiel hier auch noch eine Busstation machen. Das kann ich euch mal gut zeigen. Und auf der anderen Seite kann ich auch noch Busstationen bauen, damit ihr ja so ein bisschen das auch seht, wie ich das mache oder ihr das machen müsst. Jetzt einfach mal wild hier ein bisschen alles so machen. So, ein Depot brauchen wir hier auch noch. Mache ich jetzt einfach ein bisschen wüst, nicht ganz so schön. Und ja, jetzt können wir die hier ein bisschen verbinden. Schaut, dass es rechts herum besser geht. Und sonst können wir auch immer eine Gegenfahrbahnlinie machen oder so. Renault Bus nenne ich das meistens, immer den Namen zuerst, dann da was es ist oder was es transportiert. Und dann habt ihr eigentlich schon fast eine Linie. Machen wir mal zwei hier. So, und die Linie können wir editieren. Das ist die Linie. Ja, das ist die Linie. Okay, nein. Jetzt habe ich mich verklickt. Linie verwalten. Nach der 2 möchte ich gerne eine 3 haben. Genau. Und nach der 4 möchte ich gerne noch eine 3 haben. Also bei der 3 haben. Dann können wir hier auch noch eine machen. Das ist so eine ziemlich gute Linie, weil sie eben in beide Richtungen die Leute einsteigen lassen tut. Wenn ihr größere Dörfer habt, könnt ihr dann eine Gegenfahrbahnlinie machen. In die andere Richtung. Und später könnt ihr dann Straßenbahnen oder Züge verwenden für die Städte. Und jo. So ist das Spiel ungefähr. Jetzt machen wir das einfach weiter, schwieriger, mit der nächsten Mission. Ja, so kleine Mini-Ruckler hat es leider das Spiel. Ich habe es natürlich auch vom Maximum Einstellungen. Hier hat es ein paar komische Lichteffekte.
Oh, das finde ich immer so schön. In jedem Game, das ich so kenne, hat es manchmal diese Erdplatten, Gesteinsplatten. Das sieht auch immer so schön aus. Zum Beispiel hier so ein Strich. Ist das der Schatten vom Busch oder so? Okay. Ja, und die Landschaften sind in diesem Spiel eigentlich sehr schön. Ich habe eine Map, die habe ich leider verloren wegen dem Abstürzen von manchen Spielen. Habe ich Windows 11 nochmals kurz neu aufgesetzt, ohne GeForce Experience. Weil das hat die Spiele zum Abstürzen gebracht. Ich wusste, dass es immer ein bisschen schlecht ist zu nutzen, aber jo. Ich habe es einfach installiert aus, aus Gründen, weil ich einen Grafikkartentreiber installiert habe. Habe ich einfach auf akzeptieren, ich tue es mit installieren und dann sind die Spiele immer abgestürzt und auch die Livestreams, mitten in den Livestreams. Ganz PC abgestürzt mit Watch Dogs Blue Screen und das war wirklich schlimm. Gut, habe ich jetzt eben Windows 11 nochmals zurückgesetzt. Ich wollte auf Windows 10 eigentlich downgraden, habe es aber nur zurücksetzen können auf normalen Einstellungen, also auf Werkseinstellungen. Sind halt die Spiele weg gewesen, musste ich wieder Transport Viewer 2 auch installieren und OBS und so. Und ja, ich freue mich, dass ich jetzt wieder OBS Studio benutzen kann und nicht Twitch Studio, weil das dort schon ein bisschen komplizierter und ein bisschen nerviger ist zum Verwenden. Das Silbergeschäft läuft glänzend und aus einer Ansammlung armseliger Baracken ist die mondänste Stadt im ganzen Westen geworden. Hier finden sich die exquisitesten Geschäfte, die besten Saloons und die schönsten Freudenmädchen weit und breit. Es bieten sich zahlreiche Gelegenheiten, die Silberdollars auszugeben, die du dir redlich verdient hast. Dein Eisenbahngeschäft ist die wahrhaftige Goldgrube im Staate Nevada. Sehr schön. Ein toller Sprecher. Ist nur natürlich ein bisschen, manchmal ein bisschen lang. Aber ich finde es eigentlich toll. Da kann man sich Zeit nehmen, gemütlich ein bisschen nachdenken, während er redet. Zuhören natürlich. Jo, wir machen jetzt, denke ich mal, ins Hauptmenü zurück. Nein, ich tue mal Spiel. Nein, ich tue es nicht spielen. Jo, und sonst mache ich halt die Mission nochmals, wenn es nicht gespeichert wird irgendwie. Nein, es wird nicht. So. Aber speichern muss ich jetzt nicht unbedingt, das sind eben so Missionen, wo man nichts anderes machen kann. Gut, das werden wir dann später im zweiten Part anhören. Die Mission Aachen, die zweite Mission. Wenn natürlich manchmal der Part zu lange ist, kann ich natürlich auch zwei Parts machen. Oder dann im dritten Video dann die zweite und dritte Mission anfangen dann. Die dritte Mission wird wahrscheinlich nochmals länger gehen. Und wir werden parallel, werden wir hier, denke ich mal auf gemäßigt, eine Map machen mit diesen Einstellungen. Maximum. Ich werde vielleicht was eins zurück machen. Mal schauen. Okay, dann muss ich aber den Seed ändern. Zum Beispiel so, aber es sind nicht so viele Städte, da müssen wir noch die Städte hochtreiben. Haben wir ein paar Städte am See, da müssen wir die Größe natürlich noch größer machen. So, das ist eine super geile Map. Hat ein bisschen weniger Wasser, wenn ich mehr Wasser mache. Die Map würde ich jetzt spielen, hat aber ein bisschen zu viel Gebirge. Ist auch cool, weil wir hier so ein Gebirgsmassiv haben. Jo, wir werden uns mal... Ich denke, ich mache sie jetzt, damit ihr wirklich seht, dass ich nicht irgendwie betrüge oder so. Ich denke, die Map, die hat drei Städte unten links im Gebirge. Rechts hat sie vier Städte. Die ist recht schwer. Und es hat halt viel Wasser. Und da kann man die Städte eigentlich ziemlich gut verbinden. Es sind viele Städte am Wasser. Das ist eine perfekte Map. Ich habe eigentlich alles richtig eingestellt, was ich will. Ja, machen wir zuerst mal eine viereckige Map. Dann machen wir eine 1:2 Map, glaube ich. Oder eine 2:1 Map. Und dann machen wir vielleicht noch eine 3:1 Map.
Aber so eine viereckige Map ist eigentlich ziemlich cool. Also habe ich einfach am liebsten von den drei Einstellungen. Und ja, den Schwierigkeitsgrad machen wir mal auf einfach, weil es ist trotzdem schwer, da richtig viele Waren zu transportieren. Da mache ich immer gerne auf selten und hier auf sehr hoch, weil meistens werden viel mehr geschlossen zum Anpassen auf viele, oder? Und erst dann oder gar nicht viele gegründet, und deshalb muss man das eigentlich so machen. Sonst ist es nämlich falsch eingestellt. So, wir machen hier noch ein paar Sachen an, wie zum Beispiel kein Endjahr. Ich will ja auch alte Fahrzeuge benutzen. Und Legacy-Fahrzeuge sind, glaube ich, vom alten. Ich glaube, das sind einfach die alten, die überarbeitet wurden. Da sind sie einfach alt. Also noch alt, also nicht überarbeitet. Jo, wir haben ja immer Early Support, also Early Supporter Content. Das ist, wenn ihr die Deluxe Edition im März, glaube ich, ist sie rausgekommen, zu Februar, dann einfach vorbestellt habt oder innerhalb von, ich glaube, 9 Tagen oder so gekauft habt. Das könnt ihr leider nicht mehr holen, falls ihr das Spiel jetzt kauft. Gibt einfach ein paar Fahrzeuge, also zum Beispiel TGV, Südeast, Atlantic, amerikanische Game Fishbowl Bus, Mats, Mercedes-Benz E, Citaro aus Luxemburg, eine ja, auffällige Muster aus Luxemburg. Ja, ein paar Sachen, also 5 Fahrzeuge. Gut, die lassen wir so anwenden. Und ja, jetzt wird die Karte noch kurz generiert scheinbar. Also wir haben jetzt von allen 3 scheinbar die Fahrzeuge auch. Sehr gut. So, ich werde jetzt einfach das noch laden, dann speichern und dann können wir gleich loslegen mit dem zweiten Projekt im Endlosmodus mit Geld, mit viel Spaß, mit hoffentlich nicht langen Wartezeiten zwischendurch. Ich werde extra so bauen, dass jetzt wir nicht immer so lange warten müssen. Ich werde andere Sachen machen, während wir warten, also zum Beispiel auch mal den Fahrzeugen zuschauen, die Landschaft bewohnen, ein bisschen reden und vielleicht irgendwie, jo, kurz auch schneiden, wenn ich es kann. Ja, wenn ihr ja, Ideen habt, wie ich am besten schneiden soll, also mit welchem Programm und so Sachen. Ich kann jetzt halt einfach momentan nicht so bezahlen, aber vielleicht kriege ich das von einem Kollegen dann über, wenn ich weiß. Weil ich bin ein bisschen überfordert mit dem Schneiden, weil es manchmal einfach zu große Videos sind und dann ist das Schneiden meistens so mega Fummelarbeit oder so. Ich hätte gerne ein bisschen etwas, was man ein bisschen, ja, die Videos ein bisschen mehr strecken könnte und so, dass es einfacher geht. So, es ladet eigentlich recht schnell. Ich kann das noch kurz im Video zeigen, damit ihr auch 100% meine Sachen seht. Und eben schreibt in die Kommentare, wenn etwas langweilig ist gerade. Zum Beispiel dieser Ladebildschirm, den dürft ihr zeigen, sagen. Aber eben, ich möchte gerne halt wirklich so zeigen, wie ich spiele und nicht wie ich schneide. Das ist jetzt eigentlich der Hauptgrund. Und ja, ich hoffe, ihr könnt immer wieder überspringen, wenn es gerade langweilig für euch ist oder so. Aber schauen wir kurz noch die Map an. Aber ich speichere zuerst und stoppe jetzt. Ich mache gleich mal einen Stopp. So. Und die einmal können wir benutzen. Genau, einmal Geschwindigkeit vom Datum. So, speichern. Da haben wir 2 Autosaves. Also, nutzen wir sie zu... also was ist jetzt das für eine... Also machen wir einfach erste Karte 1. Jetzt Speicherstand 1. So. Also kurz einfach noch die Map anschauen, was, wie die Städte heißen und so. Sieht sehr schön aus. Für mich schon fast ein bisschen zu wenig Hügel. Aber, jo, ich hätte gerne Schneeberge. Leider haben wir keine Schneeberge. Eben das Gebiet ist alles gemäßigt. Städte sehen jetzt schon sehr cool aus. Relativ groß. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Da sind meistens weniger Häuser. Und ja, die haben mal geile Namen. Herstedt, Castro Brauxel. Das sind alles so richtig tolle Namen. Oh, da freue ich mich riesig drauf. Hartensdorf, okay. Beetz. Jo, falls ihr eben
Ideen habt, Tipps und so Sachen, dann könnt ihr das machen. Ravensberg, ah nicht, Ravensburg ist doch dieses Putzle-Unternehmen von dort, Ravensburger. Und so, aber Ravensberg, cool. Jo, wenn ihr Ideen habt, wie zum Beispiel Mods und irgendwelche Sachen, die ich machen soll, wenn ihr mal seht, oh, ihr findet diese Stadt hier cool, also dieses Dorf noch, dann könnt ihr sagen, was ihr genau dort haben wollt. Drago, mach doch mal eine Buslinie von hier bis hier. Dann kann ich das machen. In der Kampagne, ich weiß nicht, ich kann es nicht so gut machen vielleicht. Aber in dem Free Build und also in der ja, Free Build Welt sozusagen. Wie sagt man, einfach Sandbox so mit Geld? Ja, Szenario wahrscheinlich. Pennewitz! Oh, Pennewitz. Ja, dürft ihr das gerne sagen. Und ja, es hat mich gefreut, die erste Mission zu machen und diese Map zu laden. Wenn ihr eben ja, wollt, kann ich immer noch mich ein bisschen anpassen an euch. Es muss ja euch Spaß machen. Mir macht es auf jeden Fall viel Spaß. Und hey, ich habe schon sehr viele Freude hier, ein bisschen alles schön zu gestalten oder toll zu gestalten. Und ja, in Deinberg werden wir mal das Video beenden. Das zweite Video kommt hoffentlich morgen oder übermorgen direkt. Und ja, viel Spaß noch mit anderen Dingen. Tschüss.